Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und wir spielen gemeinsam Age of Wonders Nummer 3. Ich freue mich, euch zurück zu begrüßen. Ich habe jetzt ein paar Tage gar nicht mehr gespielt und muss jetzt selber auch nochmal wieder reinkommen, was wir überhaupt zuletzt gemacht haben, so wie ihr wahrscheinlich auch. Wobei für euch ist der Zeitraum dazwischen viel kürzer. Ich hatte die Osterfeiertage und alles dazwischen und war auch ein paar Tage gar nicht zu Hause. Mal gucken, wir haben eine Schlacht gewonnen. Ah, ich erinnere mich, wir haben zuletzt hier diese Festung eingenommen. Mal kurz gucken. Und genau sind hier oben dabei, diese beiden Städte zu verteidigen, haben hier unten gerade eine Stadt verloren, die hier. Aber das war ja auch ein Zwei-Fronten-Krieg und das ist ja nicht so gut. Da werden wir nächstes Mal jetzt über diesen Weg hier reingehen und gucken, dass wir hier die Fronten so ein bisschen ausgleichen. So, aber wir wollen zuerst da unten ein Ende machen. Schauen wir mal. Schlacht gewonnen, alles klar. Mein gemäßigtes Reich wurde gebannt, das ist nicht schön, das müssen wir gleich neu sprechen. Ah, sind wir schon dabei, haben wir schon gemacht, alles gut. Riesenkäfer. Preise den Anführer fest, kriegen wir 411 Gold. Oh, 411 Gold, das ist viel. Und zwei Heldenlevel-Ups haben wir auch noch. Was kann denn die gute Sundrin lernen? Mal schauen. Wir gehen erstmal zu den Basiswerten und gucken mal. Sie hat 5 Punkte, alles klar. Da geht einiges mit. Da gehen Trefferpunkte mit, da gehen Nahkampfstärke mit. Verteidigung und Resistenzen gehen ihr da auch mit. Mhm. Schauen wir mal rein. Was hat sie denn an neuen Supersachen? Verkrüppelung zufügen. Das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon. Jawohl, daran erinnere ich mich. Mhm. Ja, diese ganzen Armee-Dinger, das habe ich jetzt bewusst, wie gesagt, ja mal übergangen. Wir machen jetzt mal einen auf, sie kann selber voll gut und so. Ja, da sind viele nette Sachen dabei. Bezaubern klingt auch nett, aber Sadismus. Mhm. Schlachtfeld Massenpanik. Alle feindlichen Einheiten auf dem Schlachtfeld werden möglicherweise in Panik versetzt. Einheiten, die dieser Wirkung widerstehen, erhalten stattdessen den Status eingeschränkt. Panische Einheiten befolgen keine Befehle und können versuchen, zwei Runden lang vor Feinden wegzulaufen oder vom Schlachtfeld zu flüchten. Hm. Das klingt relativ gut, aber kostet mich halt auch 40 Spruchpunkte. Aber das können wir das nächste Mal erforschen, wenn sie unser Hauptheld wird. Gewiefte Flucht. Ja, generell finde ich Zaubern mit, ich sag mal, also es gibt hier so eine Art Haupthelden und Sekundärhelden. Das seht ihr auch an diesem goldenen Kringelkranz. Finde ich mit Sekundärhelden das immer sehr schwer, sich vernünftige Zauber zu leisten, weil die erstens relativ teuer sind, was die Verbesserungspunkte angeht, hier 5 jeweils, und auch die Zauberpunkte erhöhen kostet halt jeweils 5 Punkte, also das ist, glaube ich, nicht sinnvoll, die auf sowas zu skillen. Das erscheint mir als einzigste Sache echt nicht sinnvoll für Sekundärhelden. Okay, liebe Sundrin, was möchte ich dir geben? Ich bin ja fast geneigt, dir Nahkampfangriff zu geben. Ich meine, du hast schon 18 Stärke, aber mehr ist ja nie verkehrt. Ich will mal ganz kurz gucken, ob das Meucheln auch von deinen ganzen Bonusstärke-Dingern profitiert. Das Wort habe ich gesucht. Genau da, Meucheln. Versucht plus 6 Schaden, wenn der Nahkampf flanken. Ach nee, das war's nicht. Da meine ich diesen aktiven Skill, den sie hat. Na, wo ist er denn? Assassinenangriff, das war's. Genau. 28,5. Ich weiß nicht, ob das immer 28,5 war. Ich hoffe mal, ich glaube nicht. Okay, Sundrin, Trefferpunkte, Verteidigung oder Angriff, was machen wir? Wir sind schon 2 Minuten oder so nur am darüber reden, was wir mit Sundrin leveln. Das wollt ihr als Zuschauer doch auch sehen. Königsmeuchler ist neu. Mhm, okay, und urbane Tankkunst, das setzen wir auch schon. Na gut, das sind wieder so Armeefähigkeiten, schade. Ich dachte, Königsmeuchler klingt so, als würde sie extra Schaden selber an Helden machen. Gilt aber wohl nur für die gesamte Armee dann. Nur für die gesamte Armee, nicht für sie selber, so ein Ärger. Ich glaube, wir machen uns mal noch einen Punkt Verteidigung, damit die Gute auch noch ein bisschen mehr einstecken kann. So, Reska, was hast du denn tolles Neues? Du hast auch 5 Punkte, da habe ich nichts aufgehoben letztes Mal. Und wahrer Blick, Geist des Landes. Geist des Landes finde ich auch noch ganz nett, weil ich glaube, dass der letzte Gegner sowas wie ein Priester sein könnte. Der ist, glaube ich, Theokrat oder so, habe ich schon irgendwo mal im Menü gesehen und ich glaube, das könnte ganz gut sein. So. Fernkampfstärke ist natürlich nett. Oh, der hat 17 Verteidigungen. Der hat so viel mehr Verteidigung von vornherein als die anderen schon. Und 70 Trefferpunkte einfach. Es liegt aber wahrscheinlich daran, dass er der Oberheld ist und dass er deswegen vielleicht bessere Grundwerte hat, nehme ich mal an. Ach, da können wir es auch in der Kurzübersicht sehen. Ah ja, schön. Mhm. Leider sehen wir da die Fernkampfangriffe nicht. Also auch bei ihm nicht, weil die ja immer aus Gegenständen kommen und das sehen wir leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Na gut, ich glaube, tankiger als 17 Verteidigung und 70 Leben kriegen wir in der Zeit auf die Schnelle nicht. Es sei denn, wir kaufen noch ein paar Resistenzen. Und von daher kaufe ich, glaube ich, ein bisschen Fernkampf- und Nahkampfstärke oder sowas. Geist des Landes kostet 4. Dann kaufen wir das und eine Nahkampfstärke.
Ich weiß nicht, ob wir so viele Leute treffen, die diesen Geistschaden machen, aber aus einem bestimmten Grund ist das, glaube ich, sinnvoll. Das machen wir mal und kaufen tatsächlich den einen Nahkampfstärke auch. Auch wenn ich glaube, dass wir auf dem Druiden nicht so oft Nahkampfstärke brauchen. Wir benutzen es ja doch ab und zu mal und dann schadet es sicherlich nicht. Eine Armee benötigt Befehle, die kann Baumeister, ne? Ja. Baumeister, Baumeister, Baumeister. Was machen die hier? Okay. Die laufen hier so ein bisschen Amok. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ihr bleibt mal stehen. Ich bin überlegen, ob ich mit dem Baumeister noch irgendwo was machen kann. Ist denn in der Unterwelt irgendwie ein Punkt, wo ich hingehen könnte und mir noch ein paar schöne Sachen sichern könnte? Hier unten dieses Ding, das haben wir jetzt mit dem Ding eingenommen. Und hier unten können wir uns nicht weiter umgucken. Aber du könntest tatsächlich mal da hingehen und dann dich da umgucken. So, haben wir nötig Befehle. Ihr sollt diese Runde aussetzen. Und du, was machst du? Du fährst hier oben so durch die Lande. Achso, du guckst, ob du da oben was einnehmen kannst. Alles klar. Mach das mal. So. Klicken, um Zug zu beenden. Haben wir es ja doch endlich geschafft. Eindringling im Gebiet Kursu. Ja, das waren die. Das habe ich mitbekommen. Dolmen bereit zum Zaubern. Verbesserte Logistik erforscht. Erstmal zaubern wir das hier. Jawohl. Pling. So, verbesserte Logistik haben wir erforscht. Neue Forschung wählen. Keine noch besser verbesserte Logistik. Schade. So, was machen wir denn Schönes? Schlachtfeldverzauberung klingt ja auch immer gut. Okay, das geht für alle Einheiten, also auch für meine eigenen. Das ist nicht so schön. Ich würde ganz gerne noch so ein paar schnelle Sachen, glaube ich, mitnehmen. Ich glaube, den will ich nochmal haben. Weil das der ein sehr besonderer Zauber ist. Wie viele Einheiten stehen hier drin? 1, 2, 3, 4, 5. Das soll wohl erstmal reichen. Dann können wir hier ja ruhig... Ach, bau ruhig einen großen Palast. Komm, gönnt's euch. Elsprinas, bist du überhaupt noch in der Lage, was zu bauen? Ja, du kannst einen Hafen bauen. Ach komm, gönn's dir. So, eine Armee benötigt Befehle. Ja, gucken wir mal ganz kurz in diese Stadt rein. Die hat nämlich gar nichts. So, das ist schon mal gut zu wissen. Hat die eine Meistergilde? Hier? Nee, hat sie nicht. Wie kriege ich die überhaupt nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Schießplatz? Brauche ich vielleicht einen Schießplatz, um einen Belagerungsdings zu bauen? Was ist mit der Stadt hier oben? Die kann eine Meistergilde bauen. Wir probieren das mal, dass wir hier Richtung Schießplatz bauen. Und dann hoffen, dass wir dadurch die entsprechenden Sachen freischalten können. So, achso, Armee benötigt Befehle. Achso, warum habe ich da reingeguckt? Weil ich diese Bliede reparieren will. Das kann ich aber auch machen, indem ich sie hier hinschicke. Dann opfere ich hier jetzt ein bisschen Kampfstärke, aber ich glaube, damit kann ich leben. So, Armee benötigt Befehle. Wer wie wo? Hä? Achso, die doofe Bliede. Ja, die soll da warten. So, Armee benötigt Befehle. Ja, warten. Armee benötigt Befehle. Ja, eigentlich wollte ich erst was anderes machen, aber okay. Wir machen erstmal, was auch immer das hier ist, einen Kristallbaum kaputt. Boah, und ich will da unten reingehen, das wird spannend. Oh, fast tote Irrlichter und fast tote Dinger, lasst sie mal laufen. Wir sind die Guten. Und wir finden eine Gambeson für die Dame. Oberkörperbekleidung, Gegenstand, eine Resistenz und zwei Verteidigung. Aha. Und 15 Mana Kristall, da nehmen wir. Wir haben noch nicht genug Sachen, da es für die Dame ist, kann ich... Ich könnte Reska das natürlich anziehen, aber es ist für die Dame. Die Dame hat natürlich schon sowas, aber die Dame kriegt jetzt das. Und den weltlichen Reiseumhang der göttlichen Freude, der uns 40% Feuer, Frost und Schockschutz gibt, den geben wir dafür dann den guten Reska. So. Ach so, darum hat der auch so viel mehr. Der hat nämlich 3 Verteidigungen hiervon. Hahaha. Und hat er hier auch noch Verteidigung? Darum hat er nämlich auch 17 Verteidigungen. So sieht's aus. Und Sundren hat jetzt auch schon 16. Oh ja, so ist gut. Sundren ist ja nur noch die, die am ehesten noch Verteidigung braucht. Ich bin gespannt, was wir hier drin finden. Aus irgendeinem Grund habe ich da in Erinnerung, dass ich da unbedingt hin wollte, weil da irgendwas Wichtiges war. Genau, Schatzfundort episch. Na gut, gucken wir mal rein. Aha, ein Kampf gegen untoter Archonia-Bogenschütze. Mhm. Vargs kenne ich noch, Todesalben habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Und untoter Archonia-Infanteristen machen wir mal einen manuellen Kampf. Das wollen wir uns angucken. Ne, das wollt ihr doch auch sehen. Bin gespannt, was wir da finden. Einen epischen Schatz. Und ich liebe diese Ruinen, die sind so episch und cool. Aua! Leute, das tut weh, sowas macht man nicht. Da kommen die Vargs. Nikolas, was sehen deine Elbenaugen? So komische Wölfe.
Wer steht hier? Ach, natürlich genau die schwächste Einheit da über die Flanke kommt. Egal. Hier können wir nichts doppelblitzen, hier können wir nichts doppelblitzen, hier können wir auch nichts doppelblitzen, hier können wir nur hingehen und hauen. Okay, Sundren, mein Herz. Denen kannst du nicht so wirklich viel geben. Was mit denen? Denen kannst du schmutzig geben, aber da musst du natürlich viel Bewegung raushauen. Aber die sind dann auch schon quasi tot. Auch nicht schlecht. Hier, was mit dir? Gibst denen gar nichts, ist auch gut. Was mit dir? Was mit dir? Das sieht schon richtig gut aus. Vernichter der Untoten und Vernichter der Monster, ist ja auch geil. Schadensabzug für Entfernung? Echt? Für die paar Felder? Na dann, geh doch noch einen ran. Hier hin? Ja, ne? Das sieht gut aus. Ich glaube, die hauen wir um. Mach mal, lieber Goblin. Das ist dein Metier. Kabitzel. Kabutzel. Oh, und das war's schon. So, ihr Jungs, geht mal dahin. Könnt auf die schießen. Schadensabzug für Entfernung. Ich glaube, den will ich auch noch negieren, denn das lohnt sich. Ja, das machen wir. Komm. Rabitzel, Rabotzel und Rabutzel. Ja, das hat sich gelohnt. Haben sie noch 8 Leben. Alles gut. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass nicht alle meinen kleinen Nomlik angreifen können, aber das können wir im Zweifel auch dadurch lösen, dass wir hier wen in den Weg stellen. So, liebste Sundren. Mach mal den hier. Ich weiß, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Soll's auch gar nicht, denn jetzt können wir den Dicken nehmen und hier hingehen. Und schon haben sie nämlich quasi gar keine Ziele mehr. Und der gute Mann kann auch nochmal irgendwo hinblitzen. Oh, das ist schön. Mach das mal. Kriegst Erfahrung für und meine Draconia-Schamanen sind ein bisschen sicherer als vorher. So, die Jungs, die können zwar schießen und alles, aber das ist im Moment auch noch nicht so ganz mega wichtig. Der gute Reska, der soll auch nochmal ein bisschen Erfahrung abgreifen. Nimm sie mit. Oh, der macht aber auch relativ gut Schaden sogar. Hätte ich nicht gedacht. Das könnte sogar reichen, ne? 12? Ja, das könnte reichen. Na, gucken wir mal. Das reicht so nicht. So sowieso nicht und damit ist auch schon durch. Okay, aber die haben nur noch ein paar Leben über. Und meine Fliegerjungs, die fliegen hier so hin. Und ich glaube, dann haben wir auch schon alles. Zack, genau, Zug beenden. Das ist im Moment einfacher, als ich das erwartet habe. Die gehen ran und werden auf irgendwas schießen. Wahrscheinlich wieder auf... Aua! Nomlik. Die kommen nicht an Nomlik ran. Aber die gehen seltsam rum, um den Dicken zu hauen. Und der Dicke gibt ihnen ganz schmutzig. So, was machen wir? Der Reska, der nimmt seine heilende Hand. Und drückt zu Nomlik ins Gesicht. Hier, nimm das! Habe ich nämlich viel zu oft in der letzten Zeit vergessen. Die gute Sundren haut den Jungs ins Gesicht. Rabumst dich. Und der gute Nomlik darf sich mal rächen. Liebe Bogenschützen, so geht's richtig. Ne? Das war gar nicht so schwer fürs Erste. Leider keine Level-Ups. Aber Grab wird nach Entdeckung erkundet. Noch so ein Einhorn-Patriarch. Naja, aber 127 Gold. Oder wir können es für 247 Gold verkaufen. Den Einhorn-Patriarchen können wir nun wirklich nicht gebrauchen. Wir haben ja schon Reittiere für alle. Das von Reska ist sowieso besser als das Einhorn-Ding. Und ich glaube, noch einen brauchen wir nicht. Wir verkaufen das mal für Gold. Habe ich auch noch nicht gemacht. Passiert da irgendwas? Nö, ist einfach verkauft und wir haben Gold. Okay. Schade, da kommen wir nicht hin. Das sind nämlich Eilbeeren. Und Eilbeeren laden, glaube ich, irgendwie die Bewegung wieder auf. Habe ich in irgendeinem Video gesehen. Ganz witzig, wenn das denn so stimmt, wie ich das gesehen habe. Okay, wir gehen aber trotzdem hier hin, damit die Jungs noch ein bisschen aufs Maul kriegen können. Und dann brauchen wir Armeen, die Befehle benötigen. Das sind die hier, die können campen. Armeebewegung bestätigen Nummer 1, machen wir so. Und Armeebewegung bestätigen Nummer 2. Jawohl, machen wir auch. Ruppelipuppelipuppel. Und da ist aus dem Bild gefahren. Und ist auch schon verschwunden. Ist ja schon in der Unterwelt angekommen. Ist ja ein Ding. Cool. Ja, der Punkt ist, dass bis hier unten noch alles relativ viel unterwäldig ist und ich Angst habe, dass hier noch irgendwo ich hier Städte von Schnager übersehe. Goblin Riesenkäfer. Ein Hafen und ein Goblin Verderbnismann. Das hat irgendwie ganz wilde Geräusche bei mir gerade gemacht. Ich weiß nicht weswegen und warum. Diese Riesenkäfer. WTF? Waren die Bäume schon immer hier? War das wegen meinem gemäßigtes Reichzauber, dass da jetzt diese Bäume spawnen? Boah, ich bin verwirrt. Riesenkäfer, nicht Höhlenkrieg, ich will mal gucken. Tunnelbau. Die Einheit kann sich durch Erdhöhlenwände graben, angeboren. Cool. Dann werden wir, glaube ich, mal hier gleich noch einen, hinter dem großen Palast, noch so einen Goblin-Riesenkäfer
in Auftrag geben, damit der noch ein bisschen für uns in Erforschung gehen kann. Els Prinas, da ist jetzt der Hafen fertig, da können wir jetzt effektiv nichts mehr bauen außer Einheiten, richtig? Richtig. Okay. Die Frage ist, wollen wir da Einheiten bauen? Was haben wir da drin stehen? 3 Feuerwerfer, einen Speerkämpfer, eine Blide und einen Flieger. Ich würde auf jeden Fall gerne einen der Feuerkämpfer gegen so einen Weisen auskämpfen, austauschen. Da habe ich schon gesehen, dass die ziemlich geil sind in den letzten Kämpfen. Wo sind sie denn? Draconia, da. So ein. Und dann kann man überlegen, was man hier eventuell nochmal baut später. So, Funktion für Jubok. Jubok hat 2 Bliden, wobei eine relativ tot ist. Jubok baut eine Meistergilde, damit die Blide sich heilen kann. Mhm. Und dann bleibt die Armee hier stehen. So, die Armee bleibt auch stehen. Und die Armee bleibt auch stehen. Wir brauchen hier aber noch ein bisschen Nachschub. Da ist noch ein gehörter Gott drin, 2 Flieger und natürlich Groschak. Hier ist noch ein gehörter Gott, ein Flieger, ein Weiser, ein Feuerwerfer und eine Blide. Eine Blide soll noch wieder zurück. Das heißt, uns fehlen noch so ein paar kleinere Trüppchen hier oben. Mal gucken. Die Jungs sollen hier noch ein bisschen weiter suchen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich da jetzt mir holen will. Ich könnte es ja auch nochmal mit ein paar Goblins versuchen. So, diese Riesenkiefer, die sind schon ganz cool gewesen. Oder wir versuchen es mit ein paar Orks aus der Orkstadt, wo wir jetzt ja gerade die Kaserne bauen und so, ne? Ja, das könnte sich auch ausgehen, denn die Orks, die waren schon recht stark, die letzten, die wir da hatten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nur deswegen stark waren, weil ihr Anführer ihnen vielleicht irgendwie Boni gibt oder so. Das kann natürlich sein. So, das war eigentlich doof. Ich würde ganz gerne mit denen lieber da so lang gehen. Aber okay. So, und hier hauen wir nochmal was um. Erfahrung ist ja gerne genommen. Ja, ja, manueller Kampf. Ist mir egal, was das ist. Da gibt's jetzt auch Fräsen. Das ist auch hoffentlich im Rahmen der Folge noch drin. Das wäre ein bisschen schade, da jetzt so mitten im Kampf auszublenden. Das wollen wir ja nicht. Mal gucken. Vielleicht wird eure Folge auch nochmal wieder ein Minütchen länger. Da freut ihr euch doch auch immer drüber. Ey, hör auf! Du hast den ganzen Schaden an Sundren gemacht. Das kann ich nicht gutheißen. Sind das Degen, die deine Hand haben? Da muss ich mal eben hingehen. Schade, dass ich nicht noch näher ran kann. Oh, doch kann ich. Hä? Haben sie das mal gepatcht? Ich meine, früher konnte ich immer nur so bis ungefähr hier. Okay, cool. Nehme ich auf jeden Fall. Tatsächlich sind das extrem große Degen. Menschenbürgerwache. So, ne? Ja. Gehen, Freisteller, Mensch, Seefahrer, leichte Armus, Nahkampfangriff. Naja, so viel haben die nicht drauf. Okay. Sind das alles diese? Ne, das sind Bogenschützen und das sind auch Bürgerwachen. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Da hinten kann ich relativ gut blitzen, notfalls. Achso, das ist ein irgendwas. Aber die Frage ist natürlich auch, ob ich da unbedingt blitzen muss. Sundren geht erstmal hier hin. Wie viel Schaden machst du denen überhaupt? Gut, 20 bis 30. Die haben aber ein bisschen mehr Leben als 20 bis 30. 28 bis 42 plus Giftschaden klingt so, als könntest du die sogar mit einer einzigen Attacke umpusten. Da hätte ich ja durchaus Böcke, das mal auszuprobieren. Na komm, gib ihm. Ach ja, klar, die kann durch Wände laufen. Moment, seit wann? Warum? Wieso? Kannst du durch Wände laufen? Ich meine, du hast Phasing, das hilft dir aber erstmal nicht. Dafür muss ich das benutzen, genau. Ich habe dir ja Welle erklimmen oder sowas gekauft. Das weiß ich wohl noch, aber... Ach, Welle durchqueren. Okay, ja, das ist gut. Das ist, weil sie eine Schurkin ist. Und wenn das eine Schurkin kann, dann ist das gut. So, hier machen wir ein bisschen Geblitzel. Das dürfte niemanden töten, genau. Aber uns ein bisschen Arbeit ersparen, was das Umbringen des Restes angeht. So, Reska, flieg doch mal hier hin und sag mal, was du so beim Schießen davon hältst. Nicht so viel. Okay, was ist hier? Da hältst du mehr von, weil keine Sichtbehinderung. 7 bis 11, 3-mal. Ja, das sieht gut aus, dann komm, mach. Peng. Und nochmal Peng. Und dann reicht's auch schon, oder? Jawohl. Und Nomlek. Geh mal einen Schritt hier nach vorne, mach mal den hier. Sag mir mal, ob das reicht. 6 bis 8 mal 3 sind im Zweifelsfall 18. Das reicht nicht. Wird's besser, wenn ich näher rangehe. Weil du ja noch einen Schadensabzug für Entfernung hast. Hier so hin. 10 bis 16 mal 2 ist auf jeden Fall besser. Sind nämlich mindestens 20. Mach mal. Schauen wir mal, ob es reicht. Das sieht gut aus. Das sieht nicht ganz so gut aus, oder? Doch, hat gereicht. Ich dachte, hätte ich irgendwie, habe ich mich verzählt. Gut, reicht, alle tot. Wir haben gewonnen. Yay, yay, jubel, jubel. So. Und wir kriegen 49 extra Gold und können diese Mine jetzt auch benutzen. Ärgerlich ist, dass wir diesen Kristallbaum nicht in unser Reich hier übernommen haben. Könnten wir aber theoretisch, es bringen Eilbeeren, auch nochmal 5 Produktionen in dem Falle. Geh mal hier so hin oder hier so hin und bau da gleich mal so eine... Ne, hier muss die quasi hin. Ich hoffe, das darfst du. Dahin. Gucken wir mal, ob das ginge. Ja, keine Bewegungskosten, habe ich schon mitbekommen, Abbruch. Aber machen wir beim nächsten Mal.
Ich würde ja gerne hier so einen Durchbruch machen und mal gucken, was hier hinter ist, ne? Bin ich ja ehrlich. Aber okay, klickt, um Zug zu beenden. Arkunia-Weiser, Goblin unantastbare, Halle der Baumeister. Die hat schon wieder Rutz gemacht, wahrscheinlich, weil hier wieder irgendwo Bäume wachsen. Im Underground. Hm. Soll mich nicht stören, aber du baust jetzt trotzdem eine Festung. Die genau hier hinkommt. So, so. Warum? Zu nah bei Festung oder Stadt. Ach so, okay. Zu nah bei Festung oder Stadt. Auf diesem Feld steht bereits ein Gebäude. Okay, hier könnte ich sie hinpacken. Da kriege ich aber dieses Ding nicht rein. Das ist ja blöd. Zu nah bei Festung oder Stadt. Das ist wahrscheinlich, weil sich, solange sich meine Reichweite von diesem Ding mit etwas anderem überschneidet, kann ich da nichts hinsetzen. So, hier könnte ich theoretisch einen hinsetzen. Ja, ja, Gelände ist im Moment noch ungültig, aber das würde mir auch nicht helfen. Obwohl, das bringt mehr als diese Eilbeeren alleine. Vor allem, weil ich nicht weiß, wer diese Produktion kriegt. Das heißt, wir machen das folgendermaßen. Du gehst dahin. Rumpeli, rumpeli, rumpel. Und dann baust du uns genau da noch eine Festung hin. Das bringt nämlich nochmal richtig Ressourcen. So. Und ihr habt hier unten alles gesehen. Ihr geht mal wieder nach oben. Wir müssen noch der guten Schnager ein bisschen aufs die Nase geben. Aufs die Nase. Und wenn wir Schnager aufs die Nase geben müssen, dann müssen wir das auch so tatsächlich mal bringen, ne? So, Produktion für Tertnetrain, das machen wir nochmal schnell. Was hat die denn schon? Oh, die hat eine ganze Menge. Großen Tempel. Finde ich gut. Kostet zwar einiges, aber geht. In Rabula bauen wir mal die Belagungswerkstatt. Meine Güte, Elsprinas. Ist ja gut jetzt. Da haben wir den Weisen gerade fertig gebaut, ne? Der steht schon daneben. So, einen Feuerbrecher könnten wir noch mit rüberziehen. Hätten wir da Lüste zu? Lüste zu. Vor allen Dingen auch schön. Was hatten wir hier drüben? Die eine Bliede muss noch wieder zurück. Dann hätten wir dieses Ding wieder auf 5 Stacks. Zwei Flieger, eine Bliede. Dann könnte hier noch ein Fernkämpfer dazu. Und hier hätten wir durchaus noch Potenzial für sowas wie einen Flieger. Okay. Dann produziert mir Elsprinas bitte noch einen Flieger und einen Weisen. Wo ist er denn? Den Weisen habe ich doch das letzte Mal schon gesucht. Da und da. Dann kann ich nämlich Folgendes machen. Den einen Flieger hier nehmen und hier so hinbeordern. Und das gleiche mit dem Weisen machen, den ich eigentlich für Elsprinas gedacht hatte. Aber dann kann der auch noch hierher. So. Wieso der schneller ist als der Flieger, weiß ich nicht. Aber who cares. So, du bekommst den Flieger. Genau. Und du bekommst die Bliede und den Weisen. So sieht's aus. So. So, und jetzt gehen wir Schrittchen für Schrittchen schon mal in Richtung Schnagers nächste Stadt. So muss es dann erstmal bleiben. Okay, liebe Leute, das ist doch ein schönes episches Bild. Drei Helden, drei Einheiten auf dem Weg zu Schnager. Und ich sage an dieser Stelle, ich bin die Zementente. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Erobern und Siedeln zuzusehen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da, bitte. Und ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao, ciao.